Eine Stippvisite im Harz, die kann sich ganz schön hinziehen. Wenn der Winter kommt, kommt nämlich auch der Stau. Und vor allem alle Jahre wieder. Die Bilder ähneln sich. Sandra Wolter meint, vor Langlauf kommt Langstehen. Was fehlt, ist nämlich ein Verkehrs- und ein Parklenksystem. Bahnhof Bad Harzburg morgens um 10. Die Verkehrsbetriebe setzen Zusatzbusse ein für Schneependler. Fahrer Matthias Nichotz muss wenigstens keinen Parkplatz suchen auf Torfhaus. Aber nur halten ist auch schon eine Herausforderung. Dort kommt es häufig vor, dass gerade die Haltestellen von PKWs blockiert sind. Dass wir dann also schon in zweiter Reihe halten müssen, um Fahrgäste aufzunehmen. Vielleicht liegt das am Wort Behelfsparkplatz, man behilft sich halt. Am Vormittag noch mit dem offiziellen Parkplatz am Torfhaus. Noch. Für Tagestouristen von weiter her ist die Anreise mit Öffis oft zu lang und unbequem, besonders mit Kind und Skiausrüstung. Doch wer es bis zur Piste schafft, ist auch nicht besser dran, die sieht man kaum vor lauter Leuten. Matthias Nichotz hat seine ersten Gäste auf den Berg befördert. Während er Braunlage ansteuert, wird in der Zentrale bereits nachgelegt. Die Linie 820 nach Braunlage verstärken, ja? Ja, geht an. Klaus-Peter Lippold disponiert am Wochenende Zusatzbusse nach Bedarf. Nur freie Haltestellen kann auch er nicht garantieren. Da braucht man also die Polizei auch nicht rufen, das würde sowieso nichts bringen. Also da würde vielleicht ein Auto abgeschleppt werden und würde für den nächsten dann Platz machen. Die Personaldecke der Polizei ist so dünn, da erwärmt sich keiner für die Idee, 2000 Falschparker abzuschleppen. Man wüsste auch gar nicht, wohin damit. Also genehmigen die Behörden das Parken an der Bundesstraße. Die muss man dann nur noch heil überqueren. Alle hupen und notfalls überfahren sie auch kleine Kinder, das finden wir nicht gut. Ist jetzt kein Platz, aber wir sind halt die ganze Strecke jetzt runtergefahren. Ja, und freuen uns überhaupt, dass wir einen Platz gekriegt haben. Nicht so gut, ne? Ist so voll hier. Aber ist ja schön für den Harz, dass es so voll ist. Über ein Verkehrslenksystem diskutiert die Politik hier seit Jahren, aber meist nur im Winter. Trotzdem, die Besucher kommen, Schlangen hin oder her.